Ovarik. Vaginale Moorbehandlung. Selbstanwendung insbesondere bei Kinderwunsch, aber auch bei Unterleibsschmerzen, Entzündungen, Hormonstörungen, Juckreiz der Scheide, Lichen, Ovarialzysten, Sexualproblemen und mehr. Erfahrungsbericht aus einer Kurklinik in Franzensbad. Ein etwas verschämtes Kichern, verschwörerisches Schmunzeln, ein besonderer Glanz in ihren Augen und ihre deutlich erröteten Wangen waren die ersten Anzeichen, dass mich etwas ganz Besonderes erwartet. Erzählte Carla König aus Marktredwitz offen über ihr intimes Erlebnis in Franzensbad, Tschechien. Der Schwarzpapa. Was? Ja, der Schwarzpapa. So, fast liebevoll nannten es die anderen Frauen untereinander flüsternd, immer wieder kichernd, ohne mir mehr zu verraten. Sie alle schienen bestens informiert zu sein. Ich hatte fast das Gefühl, als wäre ich bei einer Sitzung irgendeiner geheimnisvollen Geheimgesellschaft anwesend, wo alle anderen Bescheid wussten, nur ich nicht. Ihre Blicke kreuzten sich mit geheimnisvoller Bedeutung, als ich, nichts ahnend, sie nach meiner verordneten Kuranwendung fragte. Das wirst du schon bald selber erfahren, antworteten sie, schmunzelten wieder, wichen von der Tür zurück, die ich gerade öffnen wollte, und ließen mich den Raum betreten, in dem bereits andere Kurpatientinnen halbnackt, nur mit einem Leintuch leicht bedeckt auf ihren Liegen entspannt lagen, und ihre inneren, offensichtlich genüsslichen Gefühle voll auslebten. Die Luft roch sehr intensiv nach einer unbekannten Substanz, nicht unangenehm, es erinnerte mich sogar an einen Hauch eines besten schottischen Whiskys. Guten Tag, begrüßte mich die Stimme einer jungen Krankenschwester. Bitte entkleiden Sie sich und legen sich auf diesen Behandlungsstuhl. Ich tat es. Die hübsche Dame drehte sich zu ihrem Instrumententisch und ich beobachtete verwundert, wie routiniert sie eine große Metallspritze mit einer breiigen schwarzen Masse aus einem verchromten Topf aufgezogen und eine Art Schlauch eingesetzt hat und sich mir damit näherte. Bitte entspannen Sie sich, es wird Ihnen nicht wehtun, sagte sie. Es wird nur etwas warm sein. Oh, wie recht sie hatte. Das Einführen des etwas dickeren Schlauches in meine vor Angst doch verkrampfte Scheide, war nur dieses erste Mal etwas unangenehm. Das nächste Mal konnte ich mich da schon wesentlich besser entspannen, ja, ich freute mich regelrecht darauf. Aber die Wärme. Anfangs spürte ich kaum etwas, nur ein angenehmes Empfinden, wie sich der mollig warme Moor-Tampon, der tief in meine Scheide bis auf ihr Ende eingeführt wurde, zuerst dort entleerte, und mich so von oben nach unten mit weichem, zunehmendem Druckgefühl allmählich erweiterte, bis meine Scheide voll wurde. Dann aber, als die heiße Moormasse den Scheidenausgang erreichte, wo die meisten Wärmeentkörperchen sitzen, konnte ich die richtige Hitze spüren. Haben Sie keine Angst, hörte ich nun die beruhigende Stimme der Krankenschwester, die in diesem Augenblick das entleerte Instrumentarium aus meinem Körper entfernte. Es hat 50 Grad Temperatur, erzählte sie. Es fühlt sich heiß an, aber nur für einige Sekunden. Bald hört es auf. Es wird Ihnen nichts passieren. Das ist das Besondere an dem Moor. Ein genauso heißes Wasser würde Sie längst verbrennen, der sanfte Moorbrei aber nicht. Es stimmte. Als ich vom Behandlungsstuhl abstieg und mich für den Rest der Behandlungszeit auf eine niedrige, bequeme Liege legte, merkte ich von der anfänglich starken Hitze kaum noch etwas. Stattdessen fühlte ich mich sehr angenehm mit einer fast fleischig anmutenden Masse pikant prall ausgefüllt. Die Situation hatte wirklich etwas Erotisches, Anregendes an sich, und ich konnte mich meinen verschiedensten Fantasien nicht entziehen. Aber warum auch? Das sind doch ganz normale, intime Erlebnisse, die nur mich und keinen anderen etwas angehen. Gut, dass es solche sanften Behandlungsmethoden gibt, sagte ich mir. Wenn es noch stimmt, dass ich mich nach so einer Kur der schon angedrohten schmerzhaften Operation meiner Eileiterverwachsungen entziehen kann, wenn meine störende Wasserzyste verschwindet, wenn ich keine weiteren, bislang nutzlosen, teuren und ekelhaften Hormonkuren mehr brauche, wenn mein Kinderwunsch erfüllt wird, würde ich die glücklichste Frau, nein, die glücklichste Mutter der Welt werden. Und, Gott sei Dank,
Oder besser gesagt, dem Motampon sei Dank, genau das ging tatsächlich bei mir in Erfüllung. Ich wurde völlig geheilt. Zum Erstaunen meiner zuvor sehr misstrauischen behandelnden Ärzte, die nicht einmal während ihres Medizinstudiums von so einer Behandlungsmethode gehört haben, sondern von ihren Uniprofessoren nur starke Hormone verordnen und scharfe Messer bewegen lernten. Das Foto meines hübschen, prächtig gedeihenden Mohrlings, wie wir ihn dann nannten, habe ich der Kindergalerie des Kurarztes geschickt, um mit diesem Echtheitsbeweis auch anderen unglücklichen Frauen zum Ausprobieren dieser ungewöhnlichen, natürlichen und sehr wirksamen vaginalen Mohrbehandlung Mut zu machen.